So, hallo, willkommen zu unserer Präsentation. Wir haben übers Wochenende ein Community-Plugin gemacht. Wir haben das Ganze für Minecraft mit der Spigot-API gemacht. Also Spigot ist so eine zum Minecraft, wo man halt Plugins schreiben kann. Was ist eigentlich ein Plugin? Also ein Plugin ist eigentlich so eine ganz simple Erweiterung, die Befehle hinzufügt. Man kann damit Befehle hinzufügen, Crafting-Rezepte erweitern oder auch hinzufügen und Event-Listener implementieren. Wie zum Beispiel, dass wenn man sich bewegt, dass dann irgendwie so ein Code ausgeführt wird oder wenn man in einem irgendwie was macht, zum Beispiel Inventaraktionen. Wir haben das Plugin gemacht, damit man nicht auf andere Chat-Plattformen zugreifen muss und dass man sich keine anderen herunterladen muss. Dass man nicht tausende Chat-Plattformen hat, wovon man eine jeweils nur nutzt. Unsere Problemstellung, die wir beheben wollten, war, das schwere Chatting über die ganzen Plattformen zu vereinfachen, weil es gibt so viele verschiedene wie WhatsApp und Discord, die verschiedene Nummern oder halt Nutzernamen brauchen, zu funktionieren und man sich dann nicht alle merken muss. Also was macht das Plugin? Das fügt einfach einen Chat hinzu, also sozusagen einen Gruppenchat oder auch Partychat. Der P-Befehl ist der Standardbefehl für den Partychat und der hat auch ein paar Unterbefehle wie P-Invite und dann eben der Spielername und einen Spieler einzuladen. Und dann P-Chat und dann die Nachricht, um eine Nachricht in den Party-Chat zu schicken. Wir haben hier noch eine Live-Demo, ich hoffe, man sieht die. Ja, also ich habe jetzt mich selber eingeladen und dann habe ich noch den anderen Spieler, dann habe ich noch Jonas eingeladen. Und so kann man dann eben Nachrichten verschicken. Und die kommen dann halt eben nur beim anderen Spieler an. Und dann kann man auch noch andere Spieler kicken, bloß wir haben dann noch keine Bestätigung, das Nachricht bekommen und dann empfängt der andere Spieler die Nachricht halt nicht mehr, weil der gekickt wurde. Weiter. Unser Projektziel war, dass man keine verschiedenen Apps nutzen muss, um zu chatten und dazu haben wir den Gruppenchat in Minecraft einfach verlegt. Also das Ganze ist natürlich Open Source, dass jeder seine eigene Version haben kann. Hier noch ein QR-Code und einen Link zu der GitHub Repository. Ja, wunderbar. Vielen Dank euch beiden, Jonas und Fabian.